Ein Erfolg, Bankunterlagen. Das sind jetzt natürlich so Sachen, die für mich sehr spannend sind. Sonja Rothe, 32, Gerichtsvollzieherin in Aachen, vollstreckt heute bei einem jungen Mann. Sie hat einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss, mit dem sie sich auch gegen seinen Willen Zutritt zur Wohnung verschaffen darf. Der Schlüsseldienst ist dabei. Morgen. Morgen, Rothe. Herr Ross, wir müssen mal schauen. Durchsuchungsbeschluss habe ich. Ob Ärger zu erwarten ist, weiß ich nicht. Ein bisschen Spannung ist sicherlich da, was einen hinter der Tür erwartet in Bezug auf Wohnungssituation, Dreck. Lebt der da überhaupt noch? Ist der noch da? Aber ob der jetzt aggressiv ist oder nicht, mag man sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken drüber machen, weil wenn man das täte, dann könnte man den Job nicht mehr ausüben. Die Gerichtsvollzieherin hatte sich schriftlich angekündigt. Der Mieter ist Student und schuldet einer Krankenkasse über 300 Euro. Dieser welche nehmen wir? Oh. Ja, okay, so kann es jetzt auch gehen. Dafür haben wir den Schlüsseldienst mit. Jemand zu Hause? Nein. Niemand zu Hause. Haben wir auch schon alles gehabt, dass dann im Bett doch noch jemand lag? Das ist hier nicht so. Die Gerichtsvollzieherin pfändet alles, was abzüglich Transport- und Verwaltungskosten dem Gläubiger noch irgendwie Geld einbringt. Hier. Ein Erfolg, Bankunterlagen. Das sind jetzt natürlich so Sachen, die für mich sehr spannend sind. Selbst wenn da im Moment nichts drauf sein sollte. Naja, 1,52 Mark im Jahre 2000. Also ich würde mal behaupten, es ist relativ unwahrscheinlich, dass dieses Sparbuch noch irgendwas hergibt. Aber mitzunehmen ist es. Uralter Fernseher. Plattenspieler von Anno Tuck. Also das sind jetzt halt alles keine Sachen, die ich fänden würde oder auch könnte, weil sie vom Wert her noch nicht mal die Kosten hergeben würden. Das macht keinen Sinn. Also das ist einfach ein beklemmendes Gefühl, wenn man hier steht und wirklich in fremden Papieren wühlt und sich zusammenreimt, warum es einem offensichtlich so jungen, intelligenten Menschen nicht gelingt, sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Der junge Mann studiert offensichtlich. Hier haben wir Bücher, soziale Interaktion und Kommunikation. Also im Grunde genommen wäre es ganz schön, wenn er denn mit mir auch kommunizieren würde und mich nicht einfach hier in die Bude rennen lassen würde, ohne Kommentar. Auch wenn Sonja Rothe Anteile am Schicksal des Schuldners nimmt, bleibt sie eisern. Als Erinnerung an den Ernst der Lage hinterlässt die Gerichtsvollzieherin Spuren. Dieses Ankündigen und ich komme vorbei und ich komme mit Durchsuchungsbeschluss in Schlüsseldienst und wir machen auf, das geht noch an ganz vielen vorbei. Also auch wirklich so nach dem Motto, mir passiert schon nichts. Wenn man dann aber tatsächlich da war und auch ja offensichtlich Spuren hinterlassen hat, nicht? Weil man sieht ja auch, dass ich an einigen Sachen dran war, das ist dann, glaube ich, schon noch mal so ein Eingriff, dass ich hier wirklich vermuten würde, der meldet sich. Der Mann hat sich inzwischen gemeldet und will jetzt seine 300 Euro Schulden in 50-Euro-Raten abzahlen.